Oh, und willkommen zurück zum Let's Play von Project Ironclad beim Spiel Star Sector. Wir haben ja gerade das Level Up gemacht und haben uns einen größeren Frachter gekauft. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das läuft, wenn wir mit ein bisschen größeren Schiff unterwegs sind. Au. Oh. Schon wieder kein Benzin mehr. Treibstoff mehr. Wir sollten definitiv mal gucken, dass ich da mal ein bisschen mehr das Auge drauf habe, aber gut. Wir sind glücklicherweise trotzdem da angekommen, wo wir hin wollten. Und erstmal gucken, wir können 177 Low-Tech-Komponenten jetzt kaufen. Das heißt, wir haben das ganze Schiff sofort wieder vollgefüllt. So, 4000 Credits noch, damit können wir uns auch noch ordentlich Treibstoff kaufen. Sollten vielleicht auch noch ein paar Vorräte mitnehmen. Wir haben noch zwei Vorräte. Auch wenn wir wenig verbrauchen. Es wird schon wohl langsam ein bisschen eng, bis wir an der nächsten Station sind. Oh! Das war schon wieder ein bisschen viel. Ihr seht da unten der rote Balken bei den Vorräten. Das heißt, wir sind im Moment überladen. Genau. Also. 24 sollen wir rauswerfen. Okay. Das würde ja heißen, dass wir nur noch. Na gut, machen wir das mal. Wir verbrauchen ja relativ wenig. So, alles ist gut. Und los geht's. Nächster Zielpunkt wieder das Dock. Und ihr seht. Au. Oh oh. Geht weg, ihr blöden Piraten. Offensichtlich sind wir jetzt neuerdings sehr, sehr interessant für Piraten geworden, weil ihr habt sofort gesehen, sie wollten hinter uns her und sie verfolgen uns sogar auch noch. Glücklicherweise haben sie sich das ganz schnell wieder anders überlegt und wir schwirren davon. Ihr seht hier mit dem. Overdrive, den wir drin haben, mit dem Unstable Injector, haben wir 13 Geschwindigkeit. Das heißt also, wir sind nicht langsamer geworden gegen dem, was wir vorher hatten. Haben allerdings jetzt natürlich im Moment keine Waffen mit drin. Ja, wir fliegen in Richtung Financial Center. Ja, oben ist so ein Gewirr an verschiedenen Flotten, dass man nicht mehr klar hinklicken kann, wo man hin will. Also machen wir das jetzt, wenn wir gleich im Landeanflug sind, auf. Oh, und rüber zum Shipyard. Und wir haben 14.000 Credits. So muss das sein. Können jetzt allerdings hier nur 141 Industriekomponenten kaufen. Das scheint immer noch hier ziemlich mit die teuersten Waren zu sein. Und da sind wir noch nicht, haben wir noch nicht ganz das finanzielle Polster, dass wir das sauber abfedern können. Aber gut. Ich denke mal, mit ein, zwei zusätzlichen Runden sollten wir das dann auch haben. Und sollten wir mal überlegen, was wir dann, wie unser nächster Schritt aussieht, sage ich mal. Was hier echt praktisch ist, ist mit den kleinen oder mit den mittleren Frachtern, die wir im Moment noch haben, ist halt, dass wir kaum Vorräte verbrauchen. 0,1 ist wirklich gar nichts in diesem Spiel. Speziell wenn ihr nahe größere Flotten habt, dann wird das Ganze wirklich kompliziert. Wir gucken mal. Da ist die Mining Facility. Und die, da oben diese verlassene Station, das juckt mich schon so ein bisschen in den Fingern jetzt. Oh, wir sind aufgestiegen Level. Genial. Können 171
Und 171. Jo. Material kaufen. Jo. Gucken wir uns mal ganz kurz den Charakter an. Jetzt ist die große Frage, was upgraden wir? Upgraden wir eher Technologie oder Industrie? Ich denke mal. Na. Für den Moment war er wahrscheinlich. Die Frage ist also, es gibt bei Industrie gibt es eigentlich nur Sachen hier wie Mining oder Salvage Operations. Salvage Operations ist eigentlich nur für, wenn ihr Kämpfe habt und anschließend die Wracks durchplündert, dass ihr dann mehr da rausbekommt an Rohstoffen und ähnliches. Production Management wäre ganz cool, wenn wir irgendwann später eine eigene Station haben. Aber das bringt uns im Moment auch noch nichts, speziell weil ihr die Station auch noch teuer umbauen müsst. Im Moment ist eigentlich wahrscheinlich das Technology wohl die bessere Wahl. Ah, nehmen wir hier Field Repairs, dann. Es hat den Vorteil einfach, wenn wir dann doch mal in den Kampf kommen, haben wir vielleicht die Chance, dass wir doch schneller auch reparieren können. Und dieses. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich so ein Gunship mir mitnehme. Weil. Ihr habt eben gesehen, die Piraten sind jetzt schon daran interessiert, uns doch mal irgendwie einzufangen. Aber es ist im Moment leider noch ein bisschen teuer, weil ihr die einzelnen Waffen auch noch kaufen müsst. Also reicht nicht, das Geld für das Gunship zu haben, sondern man muss die Waffen theoretisch halt auch haben. Und da sollten wir dann. Es kann dann schnell nochmal sein, dass man da nochmal 3.000, 4.000 Euro Credits für bezahlt. Oh! Ja. Passt mal kurz nicht auf, schon passiert das. Also, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt müssen wir gucken. Ja, wir versuchen wegzukommen und wir kommen auch weg, weil die Piraten uns komischerweise nicht jagen wollen. Also offensichtlich sind sie von der Flotte da verscheucht worden. Aber ihr habt sofort gesehen, kurz unten, seht das jetzt gleich auch wieder unten in der linken Ecke, unsere Combat Readiness ist sofort runtergegangen und wir müssen jetzt die langsam wieder aufbauen. Und das ist genau das Thema, wenn die zu tief geht. Wie gesagt, kann Systeme ausfallen und dann haben euch diese Piraten sofort. Deswegen ist das immer. Wenn man sie umgehen kann, dann sollte man es auch tun und nicht so wie ich gerade völlig Gedanken verloren quer durchs Weltall cruisen. So, also. Hoch zur Factory. Schauen, dass wir unser finanzielles Polster aufbauen. Und genau das ist, was gerade passiert ist, ist nicht genau das. Hätten die uns jetzt weiterverfolgt, wir wären wahrscheinlich noch weggekommen, weil wir relativ schnell sind, aber unter Umständen hätte das ganz schnell passieren können, dass wir da aufgebracht werden, dann hätten sie uns alles weggeschossen. Gut, wir hätten ein bisschen Polster jetzt gehabt. 23.000 Credits. Das ist gut. Ich denke, wir werden jetzt gleich mal gucken, ob wir uns ein bisschen Schutz holen, in Form von so einem Gunship. Mal gucken. Was gibt's hier so? Ah, hier gibt's jetzt nichts Vernünftiges. Aber wir haben ja hier quer drüben auch noch eine Security Station. Und da gibt's wahrscheinlich nochmal andere Schiffe. Also gucken wir. Ah, nicht Refit, sondern Fleet Management. So, und jo, da gibt's auch die Gunships, die ich haben will. Die Dinger sind klein, die Dinger sind super schnell. Und ich werde die jetzt erstmal, mir davon eins holen. Dann werde ich das Ganze wahrscheinlich, werde ich euch auch mal zeigen. Erstmal brauchen wir drei zusätzliche Crew. Wir sollten noch mal ein bisschen gucken, dass wir hier, wie gesagt, ihr seht hier 30 Punkte. Man kann jetzt unten hier die Standardvarianten laden. Also hier sind kleine und medium Ballistics drauf. Ballistische Punkte für Geschütze. Okay, für die militärische Variante haben wir. Das gibt's alles hier nicht. Das kriegen wir alles nicht. Dafür kriegen wir zumindest die Raketenwerfer nicht für die zivile Variante. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Jo, hier gibt's nichts an Raketenwerfern. Okay. Autocannons, ja, ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Nee, ich lasse den sogar. Nehme ich meinen Typen rüber? Nein, ich nehme meinen Typen nicht rüber, weil ich kann ja hier theoretisch. Das Ding ist sowieso das schnellere von beiden. Hier seht ihr mal, so sieht ein ein Zerstörer aus. Immer noch mit 6 super schnell, also andere Zerstörer können. Die werden da ganz neidisch von wenn du die Geschwindigkeit siehst von diesem Ding. Aber
Das Ding, ihr seht, 15.000 Credits. Ordentlich teuer. Jo, wir holen uns erstmal nochmal zusätzlich. Na, holen wir uns 29, ja, 29 ist in Ordnung. 70, haben wir insgesamt 70 Treibstoff. Und ein paar zusätzliche Vorräte. ...1,2 Vorräte pro Tag. Ihr seht, das ist sofort hochgegangen hier. Aber weil offensichtlich jetzt hier ein bisschen runtergegangen. Vielleicht war das Schiff noch beschädigt. Hätte sein können. Vielleicht war es deswegen auch etwas günstiger. Ja. Die KI will mich auch nicht angreifen da oben. Also, rüber wieder zu unserem alten... entlang unserer alten Handelsroute. Aber was ihr hier seht, jetzt 5,2 Liter oder Tonnen Treibstoff pro Tag, das ist ganz schön viel. Ich denke mal, das sollten wir ändern. Vor allem, da das Gunship mit 10 Burn schnell, das heißt, zwei Level schneller als unser Frachter jetzt im Moment. Das heißt also, es bringt uns überhaupt nichts. Er fliegt quasi Ringe um unser Ding, aber es hat überhaupt keinen Sinn. Also vielleicht wäre es da doch besser, wenn wir da dann uns so eine Optimierung holen, dass er vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber wesentlich weniger verbraucht. Vor allem, weil wir es im Moment ja auch theoretisch noch haben. Haben noch einiges an Punkten in dem Gunship drin gehabt. So, erstmal die 174 verkaufen. Ordentlich. Ich will mal ganz kurz gucken hier. Na, refitten. Wir haben 6, haben wir über. Und 5 kostet der Burn Regulator. Das ist diese Deoptimierung. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung so. Ja, gut, jetzt können wir hier keine Raketen mehr reinbauen. Aber auf der anderen Seite. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung dafür, dass wir dann wesentlich weniger verbrauchen und einfach mal das Ganze optimiert haben. So, 110, okay. Jo, diese industriellen Komponenten oder dieses industrielle Equipment, das ist immer noch ganz schön teuer. Die Ausrüstung. Ah, mal gucken. Bin jetzt gleich mal gespannt, wie das jetzt ist. Also wir fliegen jetzt quasi nur noch... ja, wir fliegen jetzt im Endeffekt immer noch 10, weil wir diesen Bonus als Charakter haben, dass unsere Schiffe schneller fliegen, alle die in unserer Flotte sind. Deswegen immer noch das gleiche Bild wie vorher. Mal gucken. Was jetzt interessant ist, ist genau, wenn wir jetzt losfliegen hier. Die lange Wegstrecke. Wir fliegen immer noch 13, genauso wie vorher. Aber mit 4,3 sind wir schon mal ein bisschen besser unterwegs als vorher. Aber ihr seht ganz klar, das zweite Schiff macht sofort etwas aus. Also das ganze Thema hier ist wirklich, ihr müsst, wenn ihr große Flotten habt, ihr müsst im Endeffekt immer darauf aufpassen, wie eure Logistik aussieht, wie der Verbrauch von den einzelnen Dingern ist. Und wir gucken mal. Genau, ihr habt gesehen, gerade wenn man reinzoomt, ihr könnt dann theoretisch sogar noch die einzelnen Schiffe sehen, wie sie in dem Konvoi dann da rumfliegen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Station, das juckt mich schon in den Fingern. Dass wir da mal gucken. Super, 2000, beinahe 2000 Erfahrung bekommen. 179. Seltene Materialien, super. Ah, hier gibt es gibt mehrere Varianten, wie man so eine verlassene Station wieder zum Leben erweckt. Ich gucke gerade mal, hier ist
Die eine Variante ist, man muss ganz viele unterschiedliche Materialien sammeln, die dann alle mitbringen. Dann geht die Crew da an Bord und arbeitet dann und ist dann hinterher komplett erschöpft. Das heißt, eure Combat Readiness geht auch runter. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr, wenn ihr die Computerfähigkeit in eurem Charakter ganz hoch habt, also ich meine, es ist über 5 oder sowas, dann könnt ihr selbst ein Programm schreiben, könnt die wichtigsten Dings, könnt irgendwie die wichtigsten, nur die wichtigsten Systeme hochfahren. Die dritte Möglichkeit ist rein theoretisch, dass ihr, es gibt hier einen Chip, der kostet irgendwie, ich weiß nicht, 5000 Credits oder sowas auf jeden Fall. Und mit dem könnt ihr dann im Endeffekt diesen Chip einfach nur einsetzen und das Ding fährt automatisch hoch und gehört euch dann anschließend. Deswegen, ich denke mal, wir werden mal gucken, wo es dies gibt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es das im Shipyard gibt. Wir gucken jetzt gleich mal hier nochmal in der Factory. Aber ich, wie gesagt, ich meine, es ist im Shipyard. Jo, und wir sind ein Level hoch, also das heißt, wir können dieses Mal wirklich ein Attribut auch wieder vergeben. Und ich denke mal, es ist jetzt langsam an der richtigen Zeit, dass wir mal gucken. Na, 500 Vorräte wären vielleicht ein bisschen viel, 500 Tonnen. Also 21, ja, das ist ganz praktisch. Wir laden mal ordentlich hier rein. So, ich denke mal jetzt an der richtigen Zeit. Ja. Doch, ich glaube, es ist mal an der richtigen Zeit, das Industrie dann hochzusetzen. Zum einen kriegen wir größere Rabatte, zum anderen können wir jetzt schon mal bevorbereiten. Nein, hier gibt es auch keinen Stationschip. Das mal ganz kurz gucken hier drüben, was es hier gibt. Nein, auch nicht. Wie gesagt, ich meine, es ist das Schiffswerft, die es hat. Wie gesagt, mit dem zusätzlichen Punkt können wir dann leicht die Produktion schon steigern, wenn wir das Ding nachher dann hochgebaut haben. Wie gesagt, um das Ganze umzubauen, braucht man theoretisch zwei Schritte. Das erste ist, man muss das Ding hochfahren, dann gehört es einem, dann kann man da schon Sachen hinterlegen. Und der zweite Punkt ist dann, man muss mal wieder einige verschiedene Materialien zusammensuchen. Also so Low-Tech-Komponenten, High-Tech-Komponenten, Industrie-Komponenten. Die muss man dann in einer bestimmten Menge mit haben, das ist auch nicht ganz billig. Und dann kann man im Endeffekt das Ding dann halt anschließend in Betrieb nehmen als Station. Also entweder als Factory oder halt als Supply Dock oder als Mining Operation. Dann anschließend ist es so, man kann im Endeffekt dann da Vorräte abliefern und die Fabrik, die wandelt das dann halt quasi wöchentlich dann halt immer, oder beziehungsweise die Station handelt das wöchentlich dann um in die unterschiedlichen Materialien. Also wie gesagt, wenn ihr eine Mining Operation habt, dann kriegt ihr seltene Materialien und manchmal exotische Materialien. Wenn ihr eine Orbital Factory habt, dann kriegt ihr Low und manchmal Hightech. Ich glaube Low- und Industrial-Komponenten und wenn ihr da nichts habt, ja, ich glaube nicht, dass dieser Pirat mich weiter verfolgen wird. Nicht mit der großen Flotte, die er gerade langfliegt. Auf jeden Fall, und mit dem Supply-Dock kriegt ihr dann halt Vorräte und theoretisch Brennstoff. Ah, hier gibt's den Station Control Chip. Okay, also. Werden wohl noch eine Runde drehen und dann werden wir mal gucken, dass wir uns den leisten können. Ich habe jetzt gerade schon vollgeladen gehabt, deswegen hatte ich dummerweise nicht mehr 7500 Credits über. Aber wir werden mal gucken.
ganz schön viele Piraten in diesem System, also echt. Hoppa. Na, das wäre beinahe schief gegangen. Hier konnte ich glücklicherweise noch ein bisschen ausweichen gerade. Ihr könnt, wenn ihr theoretisch mit der Maus zielt, könnt ihr die Flugbahn von eurer Flotte ein bisschen beeinflussen. Hätte ihr das eben nicht gemacht, wäre ich locker mal in die Piraten reingeflogen. Aber ich gebe ganz offen zu, ich habe im Moment noch keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen. Speziell, weil ich halt nicht weiß, wie stark sie im Moment sind schon. Wie gut meine die Waffen sind. Ich habe das noch nicht ausgetestet. Das können wir mal bei Gelegenheit mal austesten. Also wir fliegen wieder hier zu unserer Orbitalmine. Ja, wie ihr seht, es ist noch nicht alle Sterne haben eine komplette Textbox, wo was drin steht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, bis auf diese Hintergrundsterne hat der Autor von dem Mod schon alles komplett hinterlegt. Also Respekt. Das war sicherlich nicht ganz wenig Arbeit. So. Ich denke mal 31.000 Credits, damit sollten wir uns den Stationsschip jetzt auf dem Rückweg locker wieder leisten können. Nee. Dieses Automation Station Access ist im Entwick dafür, dass ihr diese vollautomatisierten Stationen benutzen könnt und dort selbst Vorräte und Treibstoff kaufen könnt. Ich meine rein theoretisch, dass man diese, wenn man das Ganze, diese hackt, kann man theoretisch diese auch übernehmen. Wobei, das habe ich allerdings noch nie ausprobiert, das müsste man dann wirklich mal schauen. Diese Hack-Chips, die man dafür braucht, die kriegt man nur bei Piraten. Hier ist ganz schön Betrieb, also Carrier-Gruppen, also Trägergruppen, Kampfgruppen richtig. Ist ordentlich was los. So, ab zur Orbital-Factory. Was mich gerade ein bisschen besorgt ist, dass es da in der Gegend war auch eben diese KI-Kundschafter. Da unten ist er. Na, ich hätte das Gefühl, der wollte mich auch gerade noch ein bisschen ärgern. Möglicherweise konnten wir dem auch ausweichen, so. Yo, Level 5. Seht ihr, sobald ihr ein bisschen Fahrt aufgenommen habt, ist es vor allem als Händler auch echt so. Dadurch, dass ihr nur durch das Handeln kriegt ihr so viel Erfahrung. Das ist das Coole an diesem Mod, ihr kriegt genauso viel Erfahrung, als wenn ihr jetzt hier der große Oberadmiral wärt und euch mit den Piraten rumschlagen würde. Ich könnt genauso gut einfach absolut friedliebend hier eure Runden drehen und könnt im Endeffekt dadurch neben dem zusätzlichen Profit, den ihr macht, dann halt auch locker euch hochleveln schon. So. Ah, genau, Confirm nicht vergessen. Sonst wundert man sich hinterher immer wieder, warum es dann nicht mehr da ist. So, ja, die... Ich werde jetzt wohl mal gucken, dass ich jetzt diese Fabrik übernehme, deswegen habe ich jetzt schon mal meinen Skill da hochgesetzt, weil alle Produktion, die wir dann da machen, wird dann entsprechend besser. Das heißt, wir kriegen aus weniger eingesetzten Ressourcen hinterher mehr Ressourcen raus, was definitiv ein Vorteil ist. Jo. Weiß ich immer noch, weiß ich, ach da... Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwo Hacking sehe, weil ich meine, das Ding hieß irgendwie Hacking oder sowas.
Also wir werden das nochmal sehen, wenn man diese, automatisierten Stationen sich anguckt oder wenn man, wenn wir gleich bei der Station sind, werden wir sehen, was man dafür braucht im Endeffekt, um die quasi selbst in Betrieb zu nehmen, ohne dass man, dann muss man nichts investieren, sondern kann es direkt so von seinem Schiff aus machen. So, also runter da. Jo, Urwand ist leer. Da kriegen wir unseren Stationschip. Ah, glücklicherweise die Piraten, die da unten rumfliegen. Sie sind ja auch gerade auf dem Weg irgendwo anders hin. Hoffentlich schaffe ich es dann locker hinter ihrem Rücken da mal reinzuschlüpfen und wieder raus. Ich habe das Gefühl, inzwischen bin ich doch irgendwie zu dem... zur Priorität für die Piraten geworden. Oh, 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 oh. Ja, schnell rein hier. Rein, 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 rein. Und schnell weg, damit, wenn sie nachkommen... Na, sie kommen aber nicht nach. Glück. Ah, ein bisschen Glück gehabt. So. Da unten seht ihr große zivile Flotte. Die haben dann jede Menge Begleitjäger dabei und auch jede Menge Begleitschiffe. Wobei, was mich da wirklich stört, ist halt wirklich die... Wenn ihr so eine große Flotte habt, dann ist das sowas von langsam. Also schnell hier verkaufen. Ja, 40.000 locker lang. Wir können... 188 können wir reinladen. 188... Genau. So, und die haben immer noch 14.000, seht ihr. Also, Station Control Chip kaufen wir. Sauber. Und los geht das. Wir besorgen uns eine Station. Ich denke mal, das ist dann auch ein ganz guter Abschluss für heute, dann, wenn wir die gleich haben. Nächsten Schritt in der Karriereleiter gemacht. Vom einfachen Händler jetzt zum erfolgreichen Händler. Der nicht mehr dauernd das Problem hat, dass ihm der Treibstoff ausgeht. Und jetzt werden wir gleich zum Stationseigner. Das ist leider noch eine Sache auch, die im Moment noch so ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen verbessert werden könnte. Im Moment, wenn ihr die Stationen habt und wenn ihr die dann ausgebaut habt, ihr müsst immer selber die betanken, ihr müsst immer selbst die Rohstoffe rankarren, müsst die erwirtschafteten Sachen selbst wegbringen und selbst verkaufen. Es wäre halt natürlich schön, wenn ihr das so habt wie in der X-Serie oder wo. Oder bei den ganzen Serien oder Spielen, wo ihr dann im Endeffekt einen eigenen Frachter dann abstellen könnt und dann im Endeffekt mit diesem Frachter dann eure Waren dann selbstständig im Hintergrund verkaufen könnt. Ah, ja, ist der falsche. Ist der militärische Außenposten? Na? Ach, da oben ist er. Na, so. Vorteil bei dem militärischen Außenposten ist auch, dass hier bis relativ ruhig ist. Deswegen. Aber wir fliegen jetzt einmal zu dem Mining-Ding hin. Verkaufen schnell unsere industriellen Komponenten. Sauber, 40.000 Credits wieder. Und ab rüber. Genau, wir versuchen die Station wieder zu aktivieren. Hier unten ist das, was ich gesagt habe. Wir haben uns den Station Control Chip gekauft. Hier standardmäßig 250 Supplies und 100 Low-Tech-Komponenten braucht er. Und eure Crew wird dabei ganz schön ausgelaugt, was wie gesagt einfach den Nachteil hat. Das zweite ist halt hier, ihr könnt nur die wichtigsten Komponenten hochfahren. Das heißt, ihr braucht mindestens Level 3 bei Computersystemen oder in Field-Reparaturen. Haben wir ja leider auch nicht, deswegen auch noch ausgegraut. Oder wenn ihr Computer 5 habt oder Field-Reparaturen, könnt ihr das Ganze auch komplett hochfahren, automatisch. Da sind wir noch nicht so ganz, deswegen habe ich gesagt, okay, ist das vielleicht einfacher.
Wenn wir dann hier unten direkt einfach nur den Station Control Chip machen, 7500 ist nicht die Welt. Wesentlich billiger, glaube ich, beinahe billiger, glaube ich, als wenn ihr die Sachen für die Standardreaktivierung holt. So, und wir haben eine eigene Station. Und ihr seht, in der Station ist gelagert 75 Sachen und ein großer Frachter. Und ich denke mal, damit hat sich das schon gelohnt, ne? Wenn ihr jetzt überlegt, 7500 und wir haben einen großen Frachter dafür bekommen und Ressourcen. Ja. Dann werden wir den, glaube ich, jetzt mal in der nächsten Folge uns anschauen, werden den rüberziehen und ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.